So, jetzt finden wir aber den Ausgang. Und das aber flott. So, jetzt müssen wir nämlich nur noch irgendwo, ja, einfach mal vorbeirennen. Ganz schnell. Oh, da ist er schon wieder. Ah, aua. Geh weg. Aua, 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 aua. So, schnell weg. So, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, den schieben wir mal beiseite. Da ist er schon wieder. Ah, da ist er schon wieder. So, weg, 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 weg. Da hinten, da, da oben müssen wir raus. Hoch da, hoch da, hoch da. Ja. So, Licht an. Und weg. Oh. Gott sei Dank, wir haben den Ausgang gefunden. Hoffentlich. Ein Dokument. Schauen wir doch mal da rein. Versetzungsantrag. Dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr im Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber auch noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich, vor allem E-Mail natürlich, wenn es da im Brief liegt, sehe ich mich nicht zur Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Ach, Entschuldigung. Klo, natürlich ein Scheißhaus. Und hier hängt so eine Klorolle. Wie praktisch. Ist auch nirgendwo ein Schlüssel für irgendwas. So. Schauen wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch irgendwas Brauchbares. Ich will hier raus, es regnet. So. Da hängt ein Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Ein Schlüssel. Yeah. Oh. So, schnell rüber. Nur noch den Aufzug finden. Da ist er, da ist der Aufzug, der Aufzug, der Aufzug. Schlüssel drehen und weg. Bloß weg hier. I'm not giving up on you. Oh oh. Oh oh.
Oh oh. Geh weg! Wir haben ihn umgebracht! Wir haben ihn umgebracht! Wir haben es geschafft! So. Und jetzt? So. Wir haben es geschafft, Freunde. So, wir gehen natürlich, gehen wir hoch. Was wollen wir eigentlich hier oben? Von da oben kommen wir ja. Bloß weg da, bloß weg. Raus aus dieser Irrenanstalt. Batterie. Sauber. Das gibt wieder Kraft. So. Teamwork, Teamplayer Award, Patrick Petrina. So. Irgendwas passiert dir sicher gleich. Oh, da vibriert schon mein Handy hier. Gerade fast noch erschrocken. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. Ey, der hat eine Taschenlampe. Finde draußen Vater Martin. Vater Martin, warte auf mich. Ich weiß doch nicht, wo es hier rausgeht. Liegt eine Digitalkamera, ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, da gibt es auch nichts zu sehen. Die Digitalkamera und. Oh, hier riecht's aber lecker nach Fleisch. Hier brennen die Beine und die Hände. Oh, da kriege ich ja gleich wieder Hunger in so einer Nachricht. So, wir gehen jetzt einfach mal da lang. Keine Ahnung, was hier ist, aber wir gehen einfach mal hier lang. Das ist wieder eine Umkleidekabine. Toiletten. Okay, da war also nichts Besonderes. Ist auch nichts Besonderes. So, Vater Martin. Batterie. Optimal. Batterien sind immer gut. Ich hätte nie gedacht, dass Batterien irgendwann mal so lebenswichtig sein könnten in einem Spiel. So, hier drin waren wir, glaube ich, schon. Oder waren wir hier drin? Ja, hier drin waren wir schon, ja. Ja. Mach mal Licht hier an, dann sehen wir ja gar nichts. So, da waren wir auch schon. Da müssen wir irgendwie raus. Die ist natürlich zu. Können wir uns ja denken. Okay, da geht's nichts raus. Aber es muss da hinten irgendwo rausgehen.
Irgendwo hier muss es rausgehen. Da liegen noch Dokumente. Schauen wir uns die gleich mal an. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 53 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Traeger. Also Rick Traeger, nochmal zu beschreiben, war der Doktor, der uns da dauernd verfolgt hat. Na, Batterien. Okay, da kommen wir nicht raus. Ah, schau an, da oben ist das Fenster offen. Oh. Hier brennt alles. Oh. I had to burn it. All of it. Willst du nicht mitkommen? Murgoth took so much from us. Hast du keine Lust? Turned us into these things because nobody cares. Schalt die Sprinkleranlage an, um das Feuer zu löschen. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Na, ihr habt Spaß hier, wa? Da geht's nicht lang. Aber wir können uns ja, natürlich, wir können uns ja ducken. Und hier gibt's nix. Cafeteria. Da drin ist nix. Radio. Hey, kann man Mucke machen. Mucke. Noch mehr Dokumente. Boah, ich hab kalte Finger, Leute. Das sage ich euch da. Gibt's ja nicht. Wenn sie Dinge sehen, geben sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater. Okay, dann muss man hier wieder raus. Nochmal da durch. So. Es ist wieder ruhig. Es ist kein Wasser. Öffne zuerst die zwei Ventile. Och Gott. Oh oh. Oh oh. Komm, Dickerchen, geh weiter. Dreh nicht um. Na, ich wusste es. Oh, durch da. Super, jetzt sind wir schon mal hier. Ja, wissen wir. So, ich denke mal, hier müssen wir irgendwas aufdrehen. Das war Nummer 1. Ah, ich blute immer noch. Und auf dem anderen Ende ist sicher Nummer 2. Oh oh, oh oh, oh.
Oh, 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 oh. Er steht da. Jetzt hat er mich doch gesehen. Schnell weg, schnell weg. So. Oh, hier ist nichts. Ah Gott, da ist er schon. Ah, geh weg. Zack, 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 zack. So. Tür zu. Und jetzt müssen wir schnell verschwinden. Wo war hier der Ausgang? Um Gottes Willen, wo ist der Ausgang? Ah. Ah, ich weg hier, ich komm nie raus. Ich komm da nicht raus, der stand im Weg. Er stand im Weg, es gibt's doch nicht. So, finde draußen Vater Martin. Oh, mein Handy vibriert und klingelt hier durchgehend, das ist ja der Wahnsinn. So, Cafeteria. Hier leuchtet alles. So, jetzt hopsen wir mal hier raus. Oh! Geh weg! Geh weg! Ich will dir nicht helfen! Geh weg! Oh, du bist doch... Bloß weg hier, bloß raus hier, weil langsam habe ich satt hier in der Irrenanstalt. Bin ich ja selber eine Irre. So, Vater Martin, ich komme, Vater Martin. Suche Vater Martin. So, Freunde, wir suchen Vater Martin. Und zwar werden wir das reinstellen, damit trocken bleibe. Wir suchen Vater Martin. Und das tun wir natürlich in der nächsten Folge. Und das heißt für euch abschalten. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und abonnieren nicht vergessen. Bis später.